Februar, Anfang der 60er Jahre. Auf einer abgelegenen Militärbasis irgendwo in der Wüste von Nevada arbeitete der Wissenschaftler Dr. David Banner an einem geheimen Forschungsprojekt, das die Regierung in Zusammenarbeit mit der Armee in Auftrag gegeben hatte. Seine Aufgabe war es, ein Superimmunsystem zu entwickeln, das dem menschlichen Körper ermöglichen sollte, sich selbst zu reparieren. David Banners Verschleiß an Versuchstieren war enorm. Aber um zu einem fundierten wissenschaftlichen Resultat zu kommen, war es für Dr. Banner unabdingbar, Menschen zu Versuchszwecken einzusetzen. Doch der militärische Leiter des Projekts, General Ross, vertrat eine andere Meinung. Es gibt keine Möglichkeit, sich vor allen waffenfähigen Wirkstoffen zu schützen. Ich kann aber Superimmunsysteme schaffen, indem ich die menschliche Zellreaktion verstärke. Ja, ich weiß, was Sie vorhaben. Aber die Manipulation des Immunsystems ist gefährlich und dumm. Die Wissenschaftsberater des Präsidenten haben es unmissverständlich klargemacht. Keine Versuche an Menschen. Dr. Banner war zu ehrgeizig und zu besessen von seiner Arbeit, um den Anordnungen des Generals zu folgen. In den darauffolgenden Jahren führte er zahlreiche Selbstversuche durch, ohne dass es jemandem auffiel. Als seine Frau einen Sohn zur Welt brachte, schreckte er nicht davor zurück, sogar sein eigenes Kind in die Experimente mit einzubeziehen. Anfangs, als Baby, wurden Bruce Mutagene über die Nahrung zugeführt. Erst später erhielt er sie regelmäßig in Form von Injektionen. So wurden über Jahre hinweg die Gene des Jungen systematisch verändert. Es war schon verwunderlich, dass ein intelligenter Mann wie David Banner nicht damit gerechnet hatte, dass General Ross Proben aus seinem Labor analysieren ließ. Als dem General die Ergebnisse vorlagen, rief er Banner sofort zu sich. In den Proben, die wir in Ihrem Labor gefunden haben, war Menschenblut. Sie haben gegen die Vorschriften verstoßen. Sie hatten kein Recht, in meinem Labor rumzuschnüffeln. Das ist meine Sache. Falsch, Banner! Dieses Projekt ist Sache der Regierung und Sie sind draußen. David kannte den General gut. Noch niemals hatte Ross eine seiner Entscheidungen revidiert. Banner hatte wochenlang hart gearbeitet und seine Psyche war ohnehin stark angegriffen. Ein letztes Mal betrat er sein Labor. Wie von Sinnen zerschlug er Reagenzgläser und technische Apparaturen. Dann ging er zum Zyklotron, einem 70 Millionen Dollar teuren Tandem-Teilchenbeschleuniger. Das Gerät arbeitete auf Hochtouren und war dabei, atomare Kerne von Gamma-Teilchen zu beschleunigen. Banner schaltete das Zyklotron ab. Er wusste genau, was er tat. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich die 2000 Liter flüssiges Helium im Kern auf Zimmertemperatur erwärmen würden. Das flüssige Helium würde zu Heliumgas und eine gewaltige Explosion wäre dann früher oder später die Folge. Banner packte seine Arbeitsunterlagen zusammen, ging zu seinem Wagen und fuhr nach Hause. Er hatte gerade die Basis verlassen, als das Sicherheitssystem aktiviert wurde. Achtung für alle Mitarbeiter, das Sicherheitssystem hat sich aktiviert. Gammastrahlenentseuchung in 30 Minuten, den Bereich sofort evakuieren. Ich wiederhole, sofort evakuieren. Mit Vollgas raste Dr. Banner zu seinem Haus, das sich in einer Siedlung am Rande der Desert Base befand. Edith! Was ist los? Ich muss mit dir reden, Edith. Bruce, du bleibst hier. Banner drängte seine Frau aus der Küche in einen Nebenraum. Als die Tür ins Schloss fiel, spürte der kleine Bruce, dass etwas Furchtbares passieren würde. Das Einzige, was Bruce aus seiner Kindheit blieb, war ein immer wiederkehrender Albtraum. Der Rest hüllte sich in Dunkelheit und Schatten. Bruce, wach auf, mein Sohn. Bruce. Schon wieder ein Albtraum? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht erinnern.
Bruce hatte eine liebevolle Adoptivmutter. Mrs. Kranzler ließ es dem Jungen an nichts fehlen. Er wuchs zu einem attraktiven jungen Mann heran und seine schulischen Leistungen ermöglichten ihm einen vorzeitigen College-Besuch. Der Abschied fiel Mrs. Kranzler nicht leicht. Hi, Mom. Schon gehst du aufs College? Ich werde dich schrecklich vermissen. Ich dich bestimmt auch. Bitte setz dich. Komm her. Schau dich an. Bald wirst du ein großartiger Wissenschaftler sein. Vielleicht. Ich meine, wer weiß? Ich weiß es. Du trägst etwas in dir. Etwas Besonderes. Etwas Großes. Da bin ich mir sicher. Und eines Tages wirst du die ganze Welt daran teilhaben lassen. Einige Jahre später. Bruce hatte seine Promotion mit Auszeichnung bestanden, wurde er Projektleiter und führender Wissenschaftler am Institut für Nukleare Biotechnologie in Berkeley. Er arbeitete an einem der wichtigsten Forschungsprojekte. Wie jeden Morgen fuhr Bruce mit dem Fahrrad zum Lawrence-Berkeley-Gelände. Und wie jeden Morgen wurde er von seinem Assistenten Jeff Harper empfangen. Bruce! Großer Tag. Hast du geschlafen? Ich nicht. Ich hab gut geschlafen. Ist Betty da? Ja, sie ist hier irgendwo. Also ganz ehrlich gesagt, dich mit dieser edlen Kopfbedeckung zu sehen. Willst du etwa was über meinen Helm sagen? Du siehst aus wie ein Volltrottel, sogar unter anderen Wissenschaftlern. Eine Frage. Hast du den Helm getragen, als sie mit dir Schluss gemacht hat? Er beschützt mein außerordentlich wichtiges Gehirn, Harper. Du kannst die Proben vorbereiten. Im Labor wurde er bereits von Betty Ross, der Tochter von General Ross, erwartet. Betty war eine fähige Wissenschaftlerin und unterstützte Bruce bei seinem Projekt. Die beiden hatten sich als Studenten kennen und lieben gelernt, bis besondere Umstände ihre Beziehung beendeten. Hey, da bist du. Betty, hey. Ich hasse sie, Bruce. Warte, nicht so schnell. Wen hassen die? Die Prüfungskommission. Dienstag muss die Präsentation fertig sein. Und du wirst sie mit mir machen. Denkst du, das sollte ich? Ja, du kannst das großartig. Wenn du anfängst, über Mikroben und Nanomids zu reden, klingst du fast leidenschaftlich. Entschuldige, das war nicht nett. Niemand erwartet, dass es leicht sein wird, zusammenzuarbeiten, nachdem wir uns so nahe standen. Wir standen uns nahe? Ich könnte irgendwie mehr, was auch immer, du weißt schon, ich bin... Nicht. Es ist eigentlich nicht deine Schuld. Du bist nur ein Nebenprodukt meiner unerklärlichen Zuneigung zu emotional distanzierten Männern. Ich werde es schon verkraften. Gut für dich. Ich bin eigentlich nur gestresst wegen dieser Prüfung. Wenn wir heute keine beeindruckenden Resultate bekommen, wird es Dienstag schwer, unser Projekt zu verkaufen. Naja, dann werden wir sie eben beeindrucken. Ohne weitere Worte zu verlieren, wurde ein Instrumentencheck für den nächsten Tierversuch durchgeführt. In einer abgeschirmten Kammer sollte ein Frosch Gammastrahlen ausgesetzt werden. Harper? Von mir aus können wir. Dann los. Was sagt der Sicherheitscheck? Safeties gehen alle auf grün. Countdown läuft. Harper öffnete das Einlassventil und die Kammer füllte sich mit Gas. Nanomids freigegeben. 4 Sekunden. Okay, Nanomids komplett verteilt. Okay, verpassen wir Freddy die Gammastrahlen. Der Frosch wurde mit einer winzigen Dosis Gammastrahlen beschossen. Er fiel auf den Rücken. Auf seiner Brust zeigte sich eine klaffende Wunde. Einen Moment lang geschah nichts. Doch dann, in Sekundenschnelle, verheilte die Wunde und ein neues, leuchtend farbiges Hautgewebe bildete sich an ihrer Stelle. Bevor die Wissenschaftler ihrer Freude Ausdruck geben konnten, fing der Frosch zu zittern an und explodierte. Willst du der Prüfungskommission am Montag sagen, dass wir eine neue Methode entwickelt haben, um Frösche explodieren zu lassen? Ja, vielleicht gibt es ja einen Markt dafür.
Vielleicht bei einer Froschplage. Was hast du getrunken, Betty? Ein Bier? Ich meine ja nur, weißt du, falls plötzlich Frösche vom Himmel fallen, wen werden sie dann um Hilfe bitten? Wir wären weltberühmt. Unsere Eltern wären stolz auf uns. Ich wette, das wären sie. Sie wollten sogar, dass ich Wissenschaftler werde. Ich meinte deine leiblichen Eltern. Das werden wir wohl nie erfahren. Ich verstehe nicht, warum du nichts über sie rausfinden willst. Sie sind tot. Sie sind gestorben, bevor ich mich an irgendwas erinnern konnte. Und warum kommst du immer wieder darauf zurück? Weiß nicht. Vielleicht, weil ich glaube, dass es dir mehr bedeutet, als du zugeben willst. Ich meine, weniger könnte es wohl kaum sein. Ah ja, jetzt sind wir wieder genau am Ausgangspunkt. Gute Arbeit, Betty. Am Nachmittag erhielt Betty im Labor plötzlich unerwarteten Besuch. Es war Glenn Talbot, ein junger, ehrgeiziger Mann, der früher in der Einheit ihres Vaters war. Betty mochte ihn nicht. Sie hielt ihn für einen Opportunisten und machtgierigen Menschen. Auch Bruce konnte ihn nicht ausstehen. Ihm missfiel besonders seine Arroganz. Betty! Glenn? Betty! Hi! Hi! Was ist denn mit deiner Uniform? Oh, ich habe gewechselt. Ich arbeite immer noch für deinen Vater, aber... Naja, du weißt, das Militär vergibt die interessanteste Arbeit an zivile Firmen und... an deren Gehalt ist nichts auszusetzen. Im Wesentlichen leite ich die Labors auf dem Stützpunkt. Oh, wow. Hey, du... Du siehst gut aus. Und, wie läuft das Geschäft? Was willst du? Na schön, ich komme zur Sache. Über das, was ihr hier macht, habe ich ein paar interessante Dinge gehört. Kleinmolekularmaschinen haben einige unglaubliche Auswirkungen. Hättest du nicht Lust, für Atheon zu arbeiten? Du würdest 10-mal so viel verdienen wie jetzt. Und du hättest Anteil an den Patenten. Du brauchst nur ein Wort zu sagen. 2 Wörter. Die Tür. Betty wies ihm die Tür. Talbot legte ein verkrampftes Lächeln auf und ging hinaus. Zu diesem Zeitpunkt wusste Betty noch nicht, dass Talbot ihrem Vater auf der Desert Base eine Nachricht hinterlegt hatte. General? Kommen Sie rein. Talbot wollte, dass Sie das sehen. Es geht um ein Labor, das Atheon erwerben und auf die Desert Base verlegen möchte. Warum macht er das nicht über den Sicherheitsrat? Es betrifft Ihre Tochter, Sir. Wie so oft verließ Betty am Abend als Letzte das Labor. Auf dem Flur zum Ausgang traf sie den Hausmeister, der gerade den Boden wischte. Hey, was ist denn mit Benny? Macht er dann die Nachtschicht nicht mehr? Benny ist tot. Ich bin der Neue. Oh. Na dann, gute Nacht. Nacht. Kaum hatte Betty das Gebäude verlassen, verschwand der Hausmeister in Bruce' Büro. Er inspizierte es genau. Und er brauchte nicht lange, um das zu finden, was er suchte. Dann verließ auch er das Gebäude. Zu Hause wurde er von seinen 3 Hunden, einem Mastiff, Pitbull und einem Pudel, die er hinterm Haus in einem Zwinger hielt, laut kläffend empfangen. Er kümmerte sich nicht weiter um sie. In seinem kleinen, aus vielen Einzelteilen zusammengebauten Labor stellte er einige Analysen an, die der Computer sofort auswertete. Als Bruce am nächsten Morgen in sein Büro kam, verging ihm gleich die gute Laune. Guten Morgen. Glenn ist vorbeigekommen. Was will er hier? Dr. Krenzler, wir beide hatten noch nie die Gelegenheit, uns mal richtig kennenzulernen. Das liegt daran, dass ich Sie nicht kennenlernen möchte. Weder richtig noch sonst irgendwie. Also gehen Sie. Hey, nichts für ungut. Ich möchte Ihnen eine kleine Warnung zukommen lassen.
Es ist nur ein winziger Schritt von einem freundlichen Angebot zu einer feindlichen Übernahme. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ihre Arbeit ist das reinste Dynamit. Denken Sie nach. Eine Technologie, mit der man Soldaten im Kampfeinsatz sofort reparieren kann. Und sie gehört nur uns. Das ist ein Riesengeschäft. Das machen wir hier nicht. Wir betreiben hier Grundlagenforschung für die Allgemeinheit. Eines Tages werde ich mal ein Buch schreiben. Es wird den Titel tragen, wenn sich dämliche Ideale in den Köpfen armer, kluger Wissenschaftler festsetzen. Aber bis dahin, Bruce, werden Sie noch von mir hören. Selbstgefällig und die Lippen zu einem süffisanten Lächeln zusammengekniffen, stolzierte Glenn Talbot aus dem Büro. Am Nachmittag sollte im Labor ein weiterer Tierversuch stattfinden. Während Harper versuchte, in der abgeschirmten Kammer die Gammasphäre, ein kugelförmiges Gerät, durch das die Gammastrahlen gejagt wurden, zu schließen, kam Betty noch einmal auf Talbot zu sprechen. Weißt du, wegen Glenn, Da gibt es nichts zu besprechen. Okay. Ich wollte nur sagen, mach dir keine Sorgen wegen ihm. Ich krieg das schon hin. Und wie? Ich werde meinen Vater anrufen. Und ihn bitten, etwas Druck auszuüben. Soweit ich weiß, sprecht ihr schon lange nicht mehr miteinander. Naja. Ich denke, jetzt habe ich etwas mit ihm zu besprechen. Ich glaube, dieser Stromkreis ist irgendwie durch. Ich weiß nicht, vielleicht solltet ihr euch das mal anschauen. Okay, ich bin gleich da. Bruce trat durch die Schleuse in die Kammer. Plötzlich gab es einen Kurzschluss. Harper stand zwischen den geöffneten Flügeln der Gammasphäre, als aus dem Interlock-Schalter Funken sprühten. Bruce lief zur Gammasphäre rüber und riss Harper zur Seite. Der Kurzschluss aktivierte den Countdown für die Gammakanone. Verzweifelt versuchte Betty, das System herunterzufahren. Die Gammastrahlung ist zu hoch! Bruce, ich kann es nicht stoppen! Aber der Computer reagierte nicht. Harper, raus hier! Es gelang Bruce, Harper in die Schleuse zu schleppen. Dann rannte er zurück zur Gammasphäre und warf sich vor die Öffnung der Gammakanone, die in diesem Moment ihre Partikel entlud. Auf der Krankenstation des Labors sprach man von einem Wunder. Bruce ging es gut. Sogar besser als je zuvor. Und als Betty ihn besuchen kam, galt seine erste Sorge seinem Assistenten. Wie geht's, Harper? Alles in Ordnung. Du hast ihn gerettet. Aber ich denke nicht, dass er bald wieder ins Labor kommen wird. Ich verstehe einfach nicht, wie das möglich war. Es überlebt keiner. Sie haben funktioniert. Die Nanomets. Ich meine, ich fühle mich großartig. Ich fühle, keine Ahnung, die haben mich das überleben lassen. Bruce, sie haben alles andere getötet, mit dem sie in Kontakt gekommen sind. Bist du sicher, dass der Arzt untersucht hat, ob du... Der Arzt hat mich total durchgecheckt. Er wollte sofort von mir wissen, wo er das Zeug kaufen kann. Ich bin hundertprozentig fit. Mehr noch. Was meinst du damit? Erinnerst du dich an mein schlimmes Knie? Jetzt ist es mein gutes Knie. Bruce, das ist nicht witzig. Ich hab dich gesehen. Du warst im Begriff zu sterben. Und ich hätte dir beim Sterben zusehen müssen. Betty. Es tut mir leid. Wirklich. Hey, ich werde schon nicht explodieren, okay? Ja. Du solltest dich ein bisschen ausruhen. Aber mir geht's gut, ehrlich. Ich habe mich niemals besser gefühlt. Spät am Abend wurde Bruce durch ein leises Wimmern geweckt. Auf einem Stuhl in der hinteren Ecke des Raumes konnte er die Umrisse eines Mannes erkennen. Zu seinen Füßen lagen drei Hunde. Es war David Banner. Dein Name ist nicht Krenzler, sondern Banner. Was? Dein Name. Er lautet Banner. Bruce Banner. Bruce. Wie sind Sie hier reingekommen? Ich arbeite jetzt hier. In den Labors. Die Nachtschicht. So bin ich in deiner Nähe. Du arbeitest ja auch immer so lange mit deiner Freundin, Miss Ross.
Bruce richtete sich auf und wollte den Infusionsschlauch, den man ihm gelegt hatte, herausziehen. Aber David Banner war schon bei ihm und hielt ihn davon ab. Nein, 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 nein. Bitte, bitte, lass mal sehen. Es geht dir nicht gut. Du hattest einen schrecklichen Unfall. Du fragst dich, warum du noch lebst. Du denkst, du hast irgendetwas in dir. Etwas Seltsames. Unerklärliches. Ich kann dir helfen, es zu verstehen. Wenn du es mir erlaubst. Wenn du mir vergibst. Hören Sie, Mister. Ich bin sicher, da ist nichts, was ich Ihnen vergeben müsste. Es wäre vielleicht besser, wenn Sie jetzt wieder gehen. Ich komme schon klar. Ganz wie du willst. Du wirst es vielleicht nicht glauben wollen, aber ich kann es sehen. In deinen Augen. Ganz wie die Augen deiner Mutter. Natürlich bist du mein eigen Fleisch und Blut. Aber außerdem bist du auch noch etwas anderes, nicht wahr? Mein leiblicher Sohn. Aber auch mein geistiges Kind. Nein. Sie lügen. Meine Eltern sind gestorben, als ich noch ein kleiner Junge war. Nein, 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 das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Sie wollten, dass du das glaubst. Die Experimente. Der Unfall. Alles top secret. Sie haben mich 30 Jahre lang weggesperrt. 30 Jahre. Weg von dir. Weg von unserer Arbeit. Sie konnten mich nicht für immer da behalten. Ich bin nicht verrückt. Das mussten sie zugeben. Weißt du, alles, wonach dein außergewöhnlicher Verstand über all die vielen Jahre gesucht hat, war bereits in dir. Und nun werden wir es verstehen. Wir werden es nutzbar machen. Nein, geh da nicht ran. Das ist wieder Miss Ross. Es gibt etwas, das du unbedingt über sie erfahren musst. Etwas Unangenehmes. Lass mich dich vor ihr schützen. Ruth! Gehen Sie! Banner nahm seine Hunde und verließ das Krankenzimmer. Ihm war bewusst, dass er seinen Sohn nicht allzu sehr reizen durfte. Früh am Morgen erschien Betty, um Bruce für einige Tests Blut abzunehmen. Geht's dir wirklich gut? Ja, ich bin froh, dass ich nicht mehr im Bett bleiben muss. Mein Vater hat mir eine Nachricht geschickt. Er kommt her, er will mich besuchen. Dein Vater? Mhm. Wann? Er landet in ungefähr einer Stunde. Komisch ist, dass er mich angerufen hat. Bettys Herz raste, als sie ihren Vater im Restaurant sitzen sah. Langsam ging sie auf ihn zu. Hi, Dad. Hallo, Betty. Also, ich werde gleich zur Sache kommen. Es geht um Glenn, nicht wahr? Glenn hat in meinem Labor herumgeschnüffelt, weißt du? Ihm sind einige Dinge aufgefallen. Er hat mich gebeten, Nachforschungen anzustellen. Bist du jetzt hier, um mich zu verhören? Nein. Wir haben einige überraschende Dinge herausgefunden. Dieser Krenzler, mit dem du arbeitest. Weißt du, wer das wirklich ist? Wie viel weißt du eigentlich über ihn? Die Frage ist wohl eher, was ist es, was du über ihn weißt? Ich darf zu diesem Zeitpunkt nicht... Zu diesem Zeitpunkt nicht darüber sprechen, ja. Ja. Weißt du, ich denke, ich hatte wohl gehofft, dass du mich vielleicht diesmal einfach nur wirklich einmal wiedersehen wolltest. Du siehst das ganz falsch, Betty. Tue ich das? Ja. Ich wollte dich wiedersehen. Ich wünschte mir von Herzen, dass ich dir das glauben könnte. Als es Abend wurde und sich niemand mehr in den Labors aufhielt, fasste Bruce den Entschluss, seine Blutprobe zu analysieren. Die Ergebnisse waren unbefriedigend. Immer wieder wiederholte er die Tests, starrte auf die Zellen, die sich unter dem Elektronenmikroskop kombinierten und rekombinierten,
aber immer wieder erhielt er das gleiche Resultat. Die chemischen Verbindungen in der DNA speicherten zu viel Energie. Das war unmöglich. Eine lang unterdrückte Wut stieg in ihm hoch. Um ihn herum färbte sich alles tiefgrün. Seine Muskulatur verspannte sich und wuchs mit unglaublicher Geschwindigkeit. Die Nähte seiner Kleidung zerrissen und in seinen Schläfen pochte es. Innerhalb weniger Sekunden verwandelte sich Bruce in ein riesiges, grünes, mit Muskelbergen bepacktes Monstrum. Mit gewaltigen Kräften zerstörte das Monster alles, was ihm in die Quere kam. Zuletzt durchbrach es die abgeschirmte Kammer, riss die Gammasphäre aus der Verankerung und schleuderte das Gerät durch die Decke hindurch auf die Straße. Dann sprang es nach draußen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand David Banner. Er hatte schon eine ganze Zeit vor dem Gebäude verbracht und es beobachtet. Das Monstrum schien ihn zu erkennen und bewegte sich auf ihn zu. In David Banners Augen spiegelte sich die Vergangenheit wieder. Das Monster, in dem Bruce gefangen war, nahm sie in sich auf. Polizeisirenen ertönten. Das Monster stieß David zu Boden, sprang über einige Häuserdächer und verschwand in der... Als Betty am Morgen von dem Vorfall informiert wurde, setzte sie sich sofort in ihren Wagen und fuhr zu Bruce' Wohnung. Sie klopfte an seine Tür, aber niemand öffnete ihr. Die Tür war nicht verschlossen. Betty ging hinein. Sie fand Bruce im Schlafzimmer auf seinem Bett liegend. Er schlief. Sein Oberkörper war nackt und seine Hose bestand nur noch aus einigen Fetzen. Eine Stunde später saßen sie gemeinsam am Tisch des Esszimmers. Während des Frühstücks erzählte Betty Bruce von dem Ereignis. Es gab so eine Art Explosion. Sie wollten uns nicht mehr in das Gebäude lassen. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ja, es geht mir gut. Was war mit dir gestern Nacht? Ich hatte einen sehr intensiven Traum. Es kam mir wie eine Geburt vor. Ich schnappte nach Luft. Licht blendete mein Gesicht. Ich habe geschrien. Mein Herz machte... Brumm. 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 Bist du im Labor gewesen? Nein. Aber irgendetwas... Und dann war da dieser Mann, der mit den Hunden. Wer? Dieser neue Hausmeister. Er sagte, er wäre mein Vater. Ich gehe schon. Betty ging zur Tür und öffnete sie. Ihr Vater, General Ross, kam mit einigen Sicherheitsbeamten herein. Ohne ein Wort an seine Tochter zu verlieren, ging er auf Bruce zu. So, so. Also das ist der junge Bruce Banner. Krenzler. Sie haben letzte Nacht etwas in Ihrem Labor vergessen. Ross legte einen Fetzen von Bruce' Hose und seine Brieftasche auf den Tisch. Mitchell, eskortieren Sie meine Tochter nach draußen. Ich werde ihr gleich folgen. Ich würde lieber hier sein. Sofort, Betty. Fragend sah Betty Bruce an. Ist schon okay. Ich komm schon klar. Bewachen Sie ihn. Ich bin gleich wieder da. Der General ging hinaus vor die Tür. Was? Dein Freund da drin. Ist mit hoher Wahrscheinlichkeit in einige sehr schlimme Dinge verwickelt. Etwas, das der Aufklärung bedarf. Ich werde der Sache auf den Grund gehen, das verspreche ich dir. Ich gebe dir mein Wort, dass man ihn gut behandeln wird, aber ab sofort herrscht Kontaktsperre. Und mindestens die nächsten paar Tage wirst du nicht mehr hierher kommen. Zu deinem eigenen Besten. Von Bruce fuhr Betty direkt zum Labor und ließ sich in der Personalabteilung die Adresse des neuen Hausmeisters geben.
David Banner wohnte in einem abgewrackten Haus, das in einem ärmlichen Viertel in Oakland stand. Er war überrascht, als Betty ihm einen Besuch abstattete. Dr. Ross, wie unerwartet. Aber bitte, kommen Sie rein. Tut mir leid, einfach so bei Ihnen aufzukreuzen. Ja, lassen Sie mich. Ich bin hier, weil ich Sie etwas fragen wollte, das mich eigentlich überhaupt nichts angeht. Er hat es Ihnen gesagt. Er hat gesagt, dass Sie mit ihm gesprochen haben. Oh. Bitte setzen Sie sich. Bruce ist gestern Abend im Labor gewesen. Er sagte, Sie waren auch dort. Aber er kann sich nicht mehr an viel erinnern. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Also wollen Sie wissen, was mit ihm nicht stimmt. Dann können Sie ihn reparieren. Ihn heilen, ihn verändern. Mein Vater ist im Militärdienst. Offenbar denkt er, dass Bruce eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellt. Ihr Vater, Ross. Sie haben Ihren Vater auf ihn gehetzt. Wie wenig Sie doch verstehen, Miss Ross. Und wie gefährlich Ihre fürchterliche Ignoranz geworden ist. Wie bitte, was? Sie verstehen schon. Mein Sohn ist einzigartig. Darum können Sie keinen Zugang zu ihm finden. Und weil er einzigartig ist, will die Welt seine Existenz nicht tolerieren. Oder? Aber Sie... Sie versuchen es, nicht wahr? Ja. Und eine so wunderschöne Frau wie Sie, Ihre Anziehungskraft ist mit Sicherheit nicht völlig unerwünscht, oder? Nein, nicht mit Augen wie Ihren. Mit diesem erwartungsvollen Blick. So liebevoll. Aber ich fürchte, es ist zu spät, dass wir ihm helfen können. Es gibt nichts, was ich für ihn tun kann. Oder für Sie. Abgesehen davon hat er mir klar gesagt, dass er nichts mit mir zu tun haben will. Seine Entscheidung. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, Miss Ross, ich habe noch zu arbeiten. Und haben Sie keine Angst vor den Hunden. Es wird Ihnen nichts geschehen. Sie dürfen ihn einfach nicht in die Augen sehen. Leben Sie wohl. Unterdessen wurde Bruce in seiner Wohnung von General Ross verhört. Er wollte von Bruce wissen, wo sich David Banner aufhielt. Er wird freigelassen und einen Monat später wird Ihr Labor zerstört. Was für ein Zufall. Sie wollen mir also nicht sagen, wo er ist, hm? Wie oft muss ich es Ihnen noch sagen? Ich würde Ihnen helfen, aber ich weiß es einfach nicht. Sie wissen, wer ich bin, nicht wahr, Banner? Sie sind Bettys Vater. Sie sind ein hochrangiger General. Lassen wir den Quatsch. Ich bin derjenige, der Ihren Vater hat wegsperren lassen und noch ein paar mehr wie ihn. Und dasselbe werde ich auch mit Ihnen machen, falls mir danach ist. Verstehen Sie, was ich sage? Wenn Sie ihn haben wegsperren lassen, wieso fragen Sie dann mich? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Mir hat man immer gesagt, mein Vater wäre tot. Verarschen Sie mich nicht! Sie waren 4 Jahre alt, als Sie es gesehen haben. Als ich was gesehen habe? Sie waren doch dort! Wie könnte jemand so etwas je vergessen? Was? Oh, noch mehr verdrängte Erinnerungen. Sagen Sie es mir einfach. Tut mir leid, Junge. Sie sind sogar noch kaputter, als ich gedacht habe. Bis wir der Sache auf den Grund gekommen sind... Ist Ihr Labor zu einem streng geheimen Militärgebiet erklärt worden und Sie erhalten keine Unbedenklichkeitserklärung, es wieder zu betreten. Und auch für kein anderes Labor, das sich mit was Interessanterem beschäftigt als der Entwicklung der nächsten Generation von naturbelassenem Kräuterhaargel. Und noch etwas. Falls Sie jemals meiner Tochter näher als 1000 Yards kommen, dann lasse ich Sie für den Rest Ihres Lebens einsperren.
Als es dämmerte, ließ David Banner seine Hunde frei. Die inzwischen durch Genmanipulation mutierten Tiere sollten Bettys Fährte aufnehmen und sie töten. Dann ging er zurück ins Haus und rief seinen Sohn an. Hallo? Bruce. Also Sie denken, Sie können dich einfach wegwerfen, so wie mich? Was stimmt nicht mit mir? Was hast du mit mir gemacht? Ich hatte heute Besuch. Einen sehr unwillkommenen Besuch. Ich fürchte, ich bin zum Handeln gezwungen. Was hast du mit mir gemacht? Du willst es unbedingt wissen, nicht wahr? Aber ich glaube, keine Erklärung wäre auch nur halb so gut wie die Erfahrung. Abgesehen davon, dass ich es selbst immer noch nicht ganz verstehe. Hätten Sie mich doch nur in Ruhe weiterarbeiten lassen. Aber davon wollten meine Vorgesetzten natürlich nichts wissen. Du hast also an dir selbst experimentiert. Und hast mir was weitergegeben. Was? Eine Veränderung, eine genetische. Eine Missbildung, so könnte man es wohl nennen. Aber ebenso eine ungeheure Kraft. Und jetzt, endlich entfesselt, kann ich sie ernten. Nein, das wirst du garantiert nicht. Ich werde es isolieren und mich selbst behandeln. Ich werde es entfernen und töten, bevor es etwas Schlimmes anrichten wird. Oh, ich wette, du und deine Betty, ihr würdet das Leben gern zerstören. Aber würdest du wirklich einen Teil von dir selbst zerstören wollen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und was Betty angeht, die bekommt einen Überraschungsbesuch von ein paar vierbeinigen Freunden von mir. Es ist mir nämlich gelungen, etwas von deiner eigenen DNA zu kultivieren, Bruce. Und die Resultate sind überwältigend. Sie sind instabil, aber von enormer Kraft. Was ist mit meiner DNA? Warten wir einfach mal ab, was Betty von dem Resultat hält. Nein, du bist wahnsinnig. Das lasse ich nicht zu. Gleich nach dem Gespräch stürmte Glenn Talbot in die Wohnung. Die Finger weg! Talbot, was ist hier? Arschloch, ich will mit dir reden. Mein Vater versucht, Betty was anzutun. Ich muss... Hast du dazu, Ross hinter meinem Rücken gegen mich aufzuhetzen, du Penner, hä? Die Betty ist in Gefahr! Talbot schlug Bruce zu Boden. Du beschissener Freak. Betty ist in Gefahr. Mein Vater will sie umbringen. Wenn ich mal feststellen darf, ich habe nicht den Eindruck, dass du dich mit irgendwelchen dummen Lügen rausreden kannst. Talbot schlug weiter auf Bruce ein. Talbot? Ja? Machen mich wütend. Ach, na, das tut mir leid. War es nur die Wut oder waren es auch die Schmerzen, die bei Bruce die Transformation auslösten? Plötzlich sah sich Talbot einem grünen Muskelpaket gegenüber, ihn um etliche Meter überragte, ihn packte, auf das Sofa wirbelte und samt dem Sitzmöbel durch das Fenster nach draußen beförderte. Die Sicherheitsbeamten eröffneten das Feuer, als der Hulk, wie das grüne Monster inzwischen von ihnen genannt wurde, das Haus verließ. Aber die Kugeln konnten ihm keinen Schaden zufügen. Sie prallten von seinem Körper ab, wie Steinchen von einem Autoreifen. Der Hulk stieß noch ein paar markerschütternde Schreie aus und setzte dann zum Sprung. In einem gewaltigen Satz flog er 2 Meilen durch die Luft, bevor er mit seinen Füßen wieder donnernd aufstieg. Weit außerhalb der Stadt, in den Bergen, versuchte Betty, ihre Gedanken zu ordnen. Schon unzählige Male war sie zur Berghütte ihres Vaters hinaufgefahren, um der Hektik des Alltags zu entfliehen. Auch mit Bruce war sie schon öfter hier oben gewesen. Es war ein milder Abend und Betty trat noch vor die Tür, um ein wenig frische Luft zu schnappen. Ein Geräusch riss sie aus ihren Gedanken. Bei den alten Redwood-Bäumen schien sich irgendetwas zu bewegen. Als sie den Strahl ihrer Taschenlampe auf die Bäume richtete, stand plötzlich der Hulk in ihrem Lichtkegel. Betty erschrak, gab aber keinen Laut von sich. Langsam, sehr langsam, um sie nicht zu ängstigen, näherte der Hulk sich Betty. Seine riesigen Hände umfassten sie vorsichtig, fast zärtlich. Er hob sie hoch und setzte sie auf dem Dach ihres Wagens ab. Lange,
sahen sie sich tief in die Augen. Erst ein tiefes Grollen, das einem sich entfernenden Gewitter glich, ließ die beiden aufschrecken. Nicht weit von ihnen, auf einer Lichtung, lauerten David Banners mutierte Hunde. Aus ihren Mäulern tropfte der Speichel und ihre Augen glühten in der Dunkelheit feuerrot. Betty reagierte geistesgegenwärtig, sprang vom Dach hinunter und stieg in ihren Wagen. Der Hulk stellte sich den Bestien zum Kampf. In wenigen Sätzen hatten die Hunde den Hulk erreicht und sprangen an ihm hoch. Die Wucht ihrer massigen Körper riss ihn zu Boden. Mit ihren säbelzahntigerähnlichen Reißzähnen versuchten sie, sich in sein Fleisch zu bohren. Eine der Bestien geriet unter den Hulk und wurde von seinem Gewicht zermalmt. Nach einigen Versuchen gelang es dem Hulk, die beiden anderen Ungeheuer abzuschütteln. Er packte einen der Hunde und katapultierte ihn mit gigantischer Kraft gegen einen Redwood-Baum, sodass der Schädel des Tieres beim Aufprall zerplatzte. Der letzte der Mutanten hatte sich ganz auf Betty konzentriert. Mit einem kräftigen Sprung zerschmetterte er die Windschutzscheibe des Wagens. Aber bevor er in das Wageninnere eindringen konnte, erwischte ihn der Hulk an den Hinterläufen und zog ihn heraus. Wie die Fischer einen Tintenfisch auf einen Stein, schlug der Hulk den Körper des Tieres immer wieder auf die Motorhaube, bis jeder einzelne Knochen zerbrochen war. Erschöpft und schwer atmend sank der Hulk zu Boden. Seine Muskeln bildeten sich zurück, der grüne Farbton seiner Haut verschwand und der Körper schrumpfte auf menschliche Größe zusammen. Betty stieg aus dem Wagen und ging zu Bruce hinüber. Sie kniete sich neben ihm auf den Boden und zog sanft seinen Kopf auf ihren Schoß. Er hat dir seine Hunde geschickt, nicht wahr? Aber ich hab sie getötet! Betty half Bruce beim Aufstehen und stützte ihn, als sie zur Hütte hinüberging. Oh Gott! Es müssen die Nanomets sein. Es muss an der Gammastrahlenverseuchung liegen. Einen solchen Effekt haben wir noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie das... Nein, nicht nur. Die Gammastrahlung hat etwas Vorhandenes aktiviert. Was aktiviert? Mich. Es. Psst, es ist okay. Was waren das nur für Tiere? Vater hat sie auf dich gehetzt. Er ist mein Vater. Er wollte, dass ich mich verändere. Er wollte, dass ich mich verwandle in diesen bösartigen Hulk. Wieso hat er das gewollt? Kannst du dich an irgendetwas erinnern? Erinnerst du dich an irgendetwas, nachdem du dich verändert hattest? Es war wie ein Traum. Wovon, Bruce? Bruce schlief ein. Betty hingegen blieb den Rest der Nacht wach. Der Morgen brach an und Betty hatte einen Entschluss gefasst. Bruce schlief noch fest, als Betty ihren Vater anrief. Hallo? Was solltest du nochmal mit der Edith? Sir. Hallo? Dad? Betty, geht's dir gut? Ich hab Angst. Kannst du mir helfen? Wo bist du? Es vergingen noch Stunden, bis Bruce endlich aufwachte. Betty machte ihm das Frühstück. Wie geht es dir? Ganz gut, glaube ich. Ich nehme an, dass irgendwie deine Wut die Nanomets aktiviert. Wie kann das sein? Sie sind dazu da, um körperliche Schäden zu reparieren. Emotionale Schäden können sich körperlich manifestieren. Zum Beispiel? Ein schweres Trauma? Verdrängte, blockierte Erinnerungen? Dein Vater wollte mich ausquetschen. Über irgendwas, das in meiner Kindheit passiert sein muss. An das ich mich erinnern sollte. Ja und? Es hörte sich schlimm an, aber...
Ich kann mich wirklich an nichts mehr erinnern. Eine Sache macht mir große Sorgen. Eine physische Wunde heilt irgendwann. Aber bei Emotionen, wer kann da vorhersagen, ob es nicht immer weiter und weiter geht? Und eine Kettenreaktion auslöst. Weißt du, was mir am meisten Angst macht? Wenn ich nicht mehr dagegen ankämpfen kann und total die Kontrolle verliere, dann genieße ich das. Bruce ging zur Tür. Er war sich nicht sicher, aber er glaubte draußen etwas gehört zu haben. Doch kaum hatte er einen Fuß vor die Tür gesetzt, spürte er einen kurzen, stechenden Schmerz. Man hatte mit einem Betäubungsgewehr auf ihn geschossen. Bruce, ist okay, ich hab dich. Es tut mir leid. Es ist alles okay, du wirst nur schlafen. Zielperson am Boden. Zielperson gesichert. Ich bring dich an einen sicheren Ort. Okay? Bruce. Betty hatte Bruce ihrem Vater ausgeliefert. Umgehend brachte man Bruce zur Desert Base nach Nevada. Dort wurde er in einem unterirdischen Sicherheitstrakt gefangen gehalten. Betty bereute inzwischen ihren Entschluss. Wir sind hier begraben, am Ende der Welt. Wie lange willst du ihn denn noch betäuben? Wenn es sein muss, für den Rest seines ganzen Lebens. Du hast gesagt, ich könnte dir vertrauen. Ich bin dein Vater. Du kannst darauf vertrauen, dass ich das tue, was ich für richtig halte. Und nicht das, was du vielleicht willst. Er ist ein menschliches Wesen. Er ist aber auch noch etwas anderes. Angenommen, er kommt raus, hat einen seiner kleinen Stimmungsumschwünge in einer dicht bevölkerten Gegend. Ja, ich bin mir seiner potenziellen Gefahr bewusst. Aber ich bin mir auch bewusst, dass er mir das Leben gerettet hat. Ja, vor einem mutierten französischen Pudel. Und dafür bin ich ihm dankbar. Er hat aber auch drei Männer ins Krankenhaus befördert und Talbot kann kaum noch kriechen. Was verlangst du eigentlich Dad, von mir? Ich möchte einfach nur, dass du ihm hilfst. Wieso ist er so eine Bedrohung für dich? Weil ich genau weiß, von wem er abstammt. Er ist seines Vaters Sohn. Bis hin zum letzten Molekül von ihm. Er sagt, er kennt seinen Vater nicht. Aber er arbeitet in genau dem gleichen gottverdammten Bereich wie sein Vater. Also entweder lügt er, oder es ist etwas Schlimmeres und er ist... Was? Willst du sagen, dass er in die Fußstapfen seines Vaters tritt, ist vorprogrammiert? Ich wollte sagen, verdammt. Natürlich wolltest du das. Aber ich bin Wissenschaftlerin. Als Wissenschaftlerin glaube ich fest daran, dass wir einen Weg finden, ihm helfen zu können. Ja, das weiß ich. Und ob du es nun weißt oder es dich interessiert. Ich bin sehr stolz auf das, was du getan hast. Aber das ist zu groß für dich. Hör zu. Ich weiß, dass die Regierung glaubt, hier eine Waffe in Händen zu halten, sonst wäre er schon längst tot. Sie können ihn ja untersuchen, so viel sie wollen, aber lass mich bitte in der Zwischenzeit versuchen, ihm zu helfen. Niemand kennt ihn besser als ich. Was hat David Banner mit ihm gemacht? Zur gleichen Zeit gelang es David Banner, mit Hilfe eines Tricks, dass der Wachmann vor Bruce' Labor, das sich immer noch in einem desolaten Zustand befand, seinen Posten für eine Viertelstunde verließ. Die Zeit reichte für einen Selbstversuch. Banner öffnete die Sicherheitsschleuse und betrat die abgeschirmte Kammer. Er aktivierte den Auslösemechanismus der fast völlig zerstörten Gammasphäre. Zwar war der Großteil des Systems beschädigt, aber für sein Experiment genügten ihm die noch zur Verfügung stehenden Ressourcen. Die Gammastrahlung hüllte ihn ein. Er öffnete ein Druckventil und inhalierte das mit Nanomets angereicherte Gas. Der Selbstversuch war ein Erfolg. Banners Zellen veränderten sich vollständig. Und er befand sich jetzt in der Lage, mit jeder Art von Substanz zu verschmelzen. Betty konnte bei ihrem Vater durchsetzen, dass sich Bruce in dem militärischen Sperrgebiet unter ihrer und der Aufsicht zweier Soldaten frei bewegen durfte. Sie ging mit ihm zu der verlassenen Siedlung am Rande der Desert Base. Bruce war überrascht, als Betty ihm erzählte, dass sie einen Teil ihrer Kindheit hier verbracht hatte. Bin ich. Zu Hause. Schwer, sich vorzustellen, dass wir hier mal gelebt haben.
Ich muss dich gesehen oder gekannt haben, wenn ich mich nur erinnern könnte. Betty kannte das ehemalige Haus der Familie Banner. Sie brachte ihn dorthin. Das ist mein altes Haus, nicht wahr? Nur zögernd betrat Bruce das Haus seiner Eltern. In der Küche sah er sich besonders lange um. Betty spürte, dass er sich an irgendetwas zu erinnern schien. Was ist? Nichts. Wirklich? Verdammt. Okay, Betty. Was willst du wissen? Was war in diesem Zimmer? Betty zeigte auf eine Tür, die von der Küche abging und die Bruce unentwegt anstarrte. Schwer atmend näherte er sich der Tür. Wovor hast du solche Angst, dass ich es sehe? Er stieß die Tür auf. Was zum Vorschein kam, war ein leeres Zimmer mit nackten Wänden. Siehst du? Da ist gar nichts. Ist vollkommen leer. Die beiden verließen das Haus und kehrten zum Hauptquartier zurück. Als Betty Bruce am Abend besuchen wollte, wurde ihr der Zugang zum Sicherheitstrakt verwehrt. Wütend lief sie zu ihrem Vater und stellte ihn zur Rede. Was heißt, ich habe keinen Zugang zu ihm? Die NSA hat beschlossen, die Untersuchung der Gefahr abzugeben. An Atheon. Aber du bist der Kommandeur des Stützpunkts. Ich dachte, du trägst die Verantwortung. Aber ich lege keine Richtlinien fest. Und ich befolge immer noch Befehle. Ich kann nicht fassen, dass Talbot mich so hintergangen hat. Oh, es gibt verdammt viele einflussreiche Leute, die da einsteigen wollen. Und es gibt viel Geld zu verdienen. Jede Menge. Und weißt du, was das Schlimmste an der ganzen Sache ist? Als ich David Banner einsperren ließ und das Kind weggeschickt habe, habe ich keinen weiteren Gedanken an den Jungen verschwendet. Er war nur Kollateralschaden. Aber das ist er jetzt wohl nicht mehr. Was kann ich tun? Du kannst wieder nach Hause gehen. Ich würde dir gern sagen, geh und verabschiede dich, aber man hat mich bereits informiert, dass von jetzt an jeder weitere Kontakt nicht mehr in Frage kommt. Verstehe. Am nächsten Morgen erhielt Bruce Besuch von Glenn Talbot. Hi Bruce, wie geht's denn so? Ist der Fraß hier okay für dich? Was wollen Sie? Das ist eine gute Frage. Also, deine Zellen müssen chemischen Stresssignalen ausgesetzt werden, damit du für mich mal wieder ein bisschen grün werden kannst. Dann kann ich mir ein Stück von deinem wahren Ich abschneiden, es analysieren, patentieren lassen und ein Vermögen verdienen. Was dagegen? Das werde ich nicht zulassen. Ich habe nicht den Eindruck, dass du die Wahl hast. Mit einem Elektroschocker jagte Talbot Bruce ein paar tausend Volt durch den Leib. Bist du nicht wenigstens ein bisschen wütend? Jetzt hast du ja nur noch mich zum Spielen, wo Betty dich verlassen hat und wieder in Berkeley ist. Das ist eine Lüge! Weißt du, ich kann dabei nur gewinnen. Wenn du grün wirst, kommen diese Typen rein, töten dich und ich mach die Autopsie. Wenn nicht, dann prügel ich dich windelweich, geh vielleicht versehentlich zu weit und brech dir den Hals. Ist vielleicht nicht gerade wissenschaftlich, aber persönlich sehr erheiternd. Komm schon, Bruce. Zeig, was du drauf hast. Niemals. Bruce lag schon am Boden, aber trotzdem verpasste ihm Talbot noch einen Tritt in die Rippen. Wenn du bei Bewusstsein bist, kannst du sicher kontrollieren. Aber im Tiefschlaf ist das bestimmt eine andere Geschichte. Bruce wurde ruhig gestellt und in einen künstlichen Tiefschlaf versetzt. Anschließend brachte man ihn in einen Raum, in dessen Mitte ein großes gläsernes Tauchbecken aufgestellt war. Bruce' Körper wurde mit zahlreichen Kabeln und Drähten verbunden und dann in das Becken hinabgelassen. Betty schloss die Tür zu ihrer Wohnung auf. Sie ahnte nicht, dass sie bereits erwartet wurde. Meine liebe Miss Ross, willkommen zurück. Da sind zwei Wachleute, direkt vor der Tür. Sie müssen keine Angst haben. Ich bin nicht mehr böse auf Sie. Jetzt nicht mehr. Was wollen Sie?
Für mich ist es jetzt vorbei, das weiß ich genau. Und bald ist es auch vorbei für Bruce. Darum bin ich zu Ihnen gekommen, um Sie zu fragen, ob Sie Ihren Vater überreden könnten. Er ist ein Mann, er ist ein Vater, genau wie ich. Dass, wenn ich mich jetzt freiwillig stelle, und bevor er mich für immer einsperren wird, dass er mir gestattet, noch einmal meinen Sohn zu sehen. Für ein allerletztes Mal würden Sie das für mich tun. Es unterliegt nicht mehr der Kontrolle meines Vaters. Ich verstehe. Er ist eine Marionette geworden. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Warum auch? Sie sollten sich vorwerfen, was Sie Ihrem Sohn angetan haben. Und was habe ich meinem Sohn angetan, Miss Ross? Nicht das Geringste. Ich habe ausschließlich auf meinen Körper begrenzt Experimente gemacht. Nur mit meinem eigenen, nicht mit seinem Körper. Verstehen Sie? Die Natur zu verbessern, meine Natur, das Wissen um das eigene Selbst. Das ist der einzige Weg zu der Wahrheit, die endlich dem Menschen die Macht gibt, Gottes Grenzen zu durchbrechen. Wissen Sie, was sich hinter Ihren Grenzen befindet? Andere Menschen. Alles, was Sie Bruce gegeben haben, ist Angst. Die Angst vor dem Leben. Angst. Vielleicht haben Sie recht, Miss Ross. Aber auch Einsamkeit. Ja. Ich fühle beides. Aber ich habe auch mal gelebt. Ein glückliches Leben. Ich war so unglaublich verliebt. Und sie hat sich so sehr ein Baby gewünscht. Mein Baby. Ich habe es von Beginn der Schwangerschaft an gespürt, dass ich ihr keinen Sohn geschenkt hatte, sondern etwas anderes. Ein Monster vielleicht. Ich hätte es da schon beenden sollen. Aber ich wurde neugierig. Und das war mein Untergang. Und als ich dann sah, wie sich dieses kleine Leben entfaltete, begann ich mir über die Konsequenzen für ihn klar zu werden. Daraufhin verschwand meine Neugierde und wurde ersetzt durch Mitleid. Aber sie nahmen mir die Möglichkeit, ihn zu heilen. Ihr Vater hat mich rausgeworfen. Ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Tag. An jeden Augenblick, jeden Eindruck, wie ich in das Haus ging. Das Gefühl, den Messergriff in meiner Hand zu spüren. Ich wusste, ich tue eines Vaters Werk. Ich zeigte das Erbarmen meines Vaters. Aber dann hat sie mich doch überrascht. Es war, als wenn sie und das Messer miteinander verschmolzen. In dem Augenblick, als Banner auf seinen Sohn einstechen wollte, warf sich seine Frau zwischen die beiden. Das Messer versank tief in ihrer Brust. Sie können sich die unerträgliche Endgültigkeit nicht vorstellen. Und in diesem einen Moment nahm ich mir alles, was mir lieb und teuer war, und verwandelte es in nicht mehr als eine Erinnerung. Bingo, das muss gerade ein Riesenalbtraum gewesen sein. Bruce' Körper begann zu zucken, als die elektrischen Strömungen sein Gehirn erreichten, um es zu stimulieren. Okay, beginnen wir mit der Enzymextraktion. Sir, seine Haut widersteht dem Bohrer. Bohren Sie stärker, verflucht. Geben Sie mir die volle Drehzahl. Kommen Sie, Holman, kommen Sie! Blitze schossen durch sein Bewusstsein und vertrieben das dunkle Nichts. Stück für Stück offenbarte sich ihm die Vergangenheit. Die Wahrheit. Er sah, wie sein Vater mit einem Messer auf ihn losging und wie seine Mutter ihr Leben opferte, um seines zu retten. Bruce schrie auf, schrie immer lauter.
Okay, betäuben Sie ihn. Dann setzte die Transformation ein. Die wachsenden Muskelmassen drückten gegen die Wände des Beckens und ließen es schließlich auseinanderbrechen. Herbert löste den Alarm aus. Einsatzraum, schicken Sie unser Sicherheitsteam rein. Keine tödlichen Waffen, ich wiederhole, keine tödlichen Waffen. Ich brauche unbedingt eine Probe von Ihnen. Durch die Wand rannte der Hulk in den angrenzenden Flur. Schicken Sie sofort Verstärkung, schwere Waffen, alle Mann auf Gefechtsstation. Wer hat Sie das gefunden? Die Sicherheitsleute eröffneten das Feuer. Jetzt kam auch Talbot auf den Flur gerannt, riss einem Soldaten die Waffe aus der Hand, legte an und drückte ab. Das Geschoss jedoch wurde von Hulks Körper zurückgeschleudert, explodierte vor Talbots Füßen und zerfetzte ihn. Kontamination, Sir. Strahlenwert im roten Bereich. Computersysteme laufen auf Notstrom. In einem nicht enden wollenden Kugelhagel bahnte sich der Hulk einen Weg nach draußen. Nichts und niemand vermochte ihn aufzuhalten. Mit gewaltigen, meilenweiten Sprüngen verschwand er in der Sierra Nevada. General Ross gab höchste Alarmstufe. Nun jagte man den Hulk mit allem, was das Militär zu bieten hatte. Thibault, Ihr Parkplatz ist fertig. Sprit und Munition am Ende. Kehren zur Basis zurück. Schon bald erhielt Ross die Information, dass sich das grüne Monster auf San Francisco zubewege. Ein Blackhawk-Helikopter startete von der Desert Base aus in Richtung San Francisco. An Bord befanden sich General Ross und zwei seiner Offiziere. Vom Helikopter aus rief Ross seine Tochter an. Hallo? Betty? Bruce ist geflohen. Er bewegt sich in deine Richtung. Wahrscheinlich will er zu dir. Wie weit bist du vom Stützpunkt entfernt? Ich komme gerade an. Sie bringen auch seinen Vater her. Endlich mal gute Nachrichten. Bleib dort, Betty. Dad? Betty? Wir haben keine Wahl. Ich muss ihn vernichten. Aber das darfst du nicht. Du würdest nur seine Wut schüren und ihn damit noch stärker machen. Er will zu dir, Betty, das weißt du. Dann lass mich zu ihm. Bitte. Gib ihm die Chance, sich zu beruhigen. Der Hulk sollte die Stadt bereits erreicht haben, aber er war nirgendwo auszumachen. Plötzlich wellte sich der Asphalt hinter einer Cable Car, die zur Market Street unterwegs war. Nach einer Weile platzte der Asphalt auf und Erde quoll heraus. Dann kletterte aus einem Kanalisationsschacht, der sich mitten auf einer belebten Kreuzung befand, der Hulk heraus. Kreischend liefen die Menschen auseinander. Autofahrer verursachten Massenkarambolagen oder knallten vor Schreck gegen irgendwelche unschuldigen Bäume. Der Hulk sah sich das alles ruhig an und bewegte sich nicht vom Fleck. Auch als die Soldaten und Einsatzkräfte der Polizei anrückten, schien ihn das wenig zu interessieren. Es war ihm anzusehen, dass die Flucht an seinen Kräften gezerrt hatte. Erst als die Helikopterstaffel auf die Kreuzung zuflog, wurde der Hulk nervös. Status Code Yellow. Feuerbereitschaft. Echo One-Niner, feuerbereit. Ziel erfasst. Warte auf Feuererlaubnis. Wiederhole. Warte auf Feuererlaubnis. Feuerbereitschaft Code Yellow. Feuererlaubnis noch nicht erteilt. An alle Einheiten nicht feuern. Hier ist T-Bone an alle Einheiten. Sie haben direkten Befehl, nicht zu feuern. Wiederhole nicht feuern. Hunderte von Soldaten hatten den Hulk bereits eingekesselt. Aber er unternahm nichts, um zu entkommen oder gar anzugreifen. Im Gegenteil, er sank auf die Knie. Der Hulk hatte Betty gesehen, wie sie die Straße herunterkam. Als sie bei ihm war,
streichelte sie ihm zärtlich sein Gesicht. Der Hulk verwandelte sich zurück. Du hast mich gefunden. Das war nicht allzu schwer. Doch, das war es. Bruce wurde zu einem Stützpunkt außerhalb der Stadt gefahren. In einem offenen Hangar fesselte man ihn an einen Stuhl, der vor einer elektromagnetischen Anlage stand. Der zweite Stuhl, ihm gegenüber, war für seinen Vater reserviert. Ross besprach mit seinen Leuten die nächsten Schritte. Es läuft so, Gentlemen. Er bleibt auf diesem Stützpunkt, bis wir die endgültige Entscheidung haben, was mit ihm weiter geschieht. Wenn er bis dahin etwas anderes machen sollte, als auf diesem Stuhl zu sitzen, drehen wir den Saft an und er wird auf der Stelle eingeäschert. Wir haben einen Sicherheitsabstand von 220 Yards eingerichtet. Falls wir elektromagnetische Strahlung einsetzen müssen, sollte es keine Kollateralschäden geben. Ein Wagen fuhr auf das Gelände und hielt direkt vor dem Hangar. David Banner stieg aus. Zwei Männer führten ihn zu seinem Platz. Bruce begrüßte seinen Vater nicht gerade mit freundlichen Worten. Ich hätte dich töten sollen. So wie ich dich hätte töten sollen. Ich wünschte, das hättest du. Ich habe sie letzte Nacht gesehen. Hab ihr Gesicht gesehen. Braunes Haar, braune Augen. Sie hat mich angelächelt. Sie gab mir einen Kuss auf die Wange. Ich kann mich fast erinnern, wie sie gerochen hat. Es war so ähnlich wie Wüstenblumen. Ihr Lieblingsparfüm. Es ist meine Mutter. Und ich kenne nicht mal ihren Namen. Es ist gut, mein Sohn. Beine nur. Beine nur. Weine. Das Weinen wird dir gut tun. Fass mich nicht an! Vielleicht warst du einmal mein Vater. Aber jetzt bist du es nicht und wirst es niemals sein. Oh, ist das so? Jetzt pass mal gut auf. Ich bin nicht hierher gekommen, um dich zu sehen. Ich bin hier, weil ich meinen Sohn sehen wollte. Meinen wahren Sohn, den, der in deinem Inneren steckt. Du bist nichts weiter als eine zerbrechliche, künstliche Hülle. Eine Hülse aus einem schwachen Bewusstsein, die jeden Moment abgerissen werden kann. Du kannst denken, was du willst. Ist mir egal, nur geh. Nein, mein Sohn. Hör zu. Ich habe ein Heilmittel gefunden. Für mich. Auch meine Zellen können enorme Energiemengen absorbieren und transformieren. Aber im Gegensatz zu deinen sind sie instabil. Mein Sohn, ich brauche deine Stärke. Ich habe dir das Leben gegeben. Und jetzt musst du es mir zurückgeben. Nur eine Million Mal strahlender und mächtiger. Hör auf! Hör auf, womit? Hör auf, womit? Denk mal an all die Männer da draußen in ihren Uniformen, die Befehle bellen oder blind gehorchen, die ihre kleinkarierten Regeln der ganzen Welt aufzwingen wollen. Denk an das Unheil, das diese Menschen angerichtet haben. An dir, an mir, an der Menschheit. Dir muss klar werden, dass wir sie und ihre Flaggen, ihre Hymnen und ihre Regierungen verschwinden lassen können in einer Sekunde. Du in mir. Ich würde erst sterben. Was? Oh, das ist deine Antwort. Nun, dann wirst du in der Tat sterben. Und wiedergeboren werden. Als Held. Von der Art, wie es sie einmal gegeben hat. Lange bevor die blassen Religionen der Zivilisation die Seele der Menschheit infiziert haben. Yeah!
auf zu brüllen. Du mickriges Stück menschlicher Abfall. Na schön, ich gehe. Jetzt wirst du sehen, wie ich gehe. Anschalten. David Banner griff nach einem der dicken Kabel, die auf dem Boden lagen. Er riss es mit unglaublicher Kraft in der Mitte auseinander, dass die Funken nur so sprühten. Und er steckte sich beide Enden in den Mund. Banner sog die Energie förmlich in sich auf. Dabei veränderte sich sein Äußeres. Er wuchs zu einem riesigen Monster heran, das fast die Größe von Hulk erreichte und eine schuppenähnliche, brüchig aussehende Haut besaß. Banner streckte seine Arme aus und leitete so die elektromagnetische Energie zur Decke des Hangars. Er bemerkte nicht, dass auch Bruce sich verwandelte. Unter dem grellen Licht gewaltiger Blitze trug das elektromagnetische Feld Vater und Sohn durch das geschmolzene Dach des Hangars hinaus und eine Feuerwalze aus dichter Energie schoss die beiden weit ins Landesinnere hinein. Sie wurden zum Ufer eines Sees katapultiert, der ringsum von Bergen eingeschlossen war. Mit furchtbarem Gebrüll begann der Hulk auf David Banner einzuschlagen. Er merkte nicht, dass er Banner dadurch einen Teil seiner Energie übertrug. So ist es gut. Kämpfe weiter. Je mehr du kämpfst, umso mehr kann ich von dir nehmen. Die Suche per Satellit war erfolgreich. Über Monitore verfolgten Ross, seine Tochter und die Offiziere das weitere Geschehen. Merkwürdig. Wir verzeichnen dort einen drastischen Temperatursturz, aber gleichzeitig radiologische Aktivität. Sie absorbieren die Energie der ganzen Umgebung. Kampfjets nahmen jetzt Kurs auf die Bergkette. Die beiden Giganten ließen nicht voneinander ab. Banner nahm immer mehr Energie in sich auf. Sie ließ ihn größer und größer werden. Die Kampfjets hatten ihr Ziel erreicht. General Ross gab den entscheidenden Befehl. Gentlemen, zünden. David Banner grinste, als er die Gamma-Bombe auf sich zukommen sah. Er war sicher, auch noch ihre Energie in sich aufnehmen zu können und erwartete sie voller Gier. Gamma-Bombe ausgeklinkt. Doch das war Banners letzter Fehler. Es war viel zu viel Energie. Er konnte sie nicht halten. Die Explosion zerriss ihn. Die tödlichen Strahlen breiteten sich schnell aus und legten sich über den Hulk wie Nebelschwaden über eine Wiese. Ein Jahr später. Betty, bist du das? Hi, Dad. Schön, dass ich dich erreiche. Ich freue mich, dass du anrufst. Danke. Hör zu, Betty. Du und ich, naja, wir beide wissen, dass Bruce diese Explosion nicht überlebt haben kann. Aber, naja, weißt du. Was ist los? Ach, naja, die üblichen Spinner, die irgendwelche Dinge sehen. Bloß diesmal ist alles grün. Ach so. Also, falls er das zufällig doch überlebt hat und versuchen sollte, naja, mit dir Kontakt aufzunehmen, falls er versucht, dich zu treffen, würdest du es mir doch sagen? Nein, würde ich nicht. Aber du weißt genauso gut wie ich, dass ich das gar nicht müsste. Ich meine, mein Telefon wird abgehört, mein Computer überwacht und ich werde beobachtet. Allerdings kann ich dir sagen, dass, wenn er noch lebt, ich mir nicht wünschen würde, dass er zu mir kommt, denn egal wie sehr ich ihn auch vermisse, ich hab ihn geliebt, Tut mir leid, Betty. Es tut mir so leid. Ja, das weiß ich.
Südamerika. Irgendwo im Dschungel. Schwer bewaffnete Guerillas überfielen ein Camp mit Wissenschaftlern. Sie forderten die Herausgabe eines Koffers mit Medikamenten. Aber ein Mann stellte sich ihnen entgegen. Er sagte auf Spanisch: Sie machen mich wütend. Und sie werden mich nicht mögen, wenn ich wütend bin. Seine Augen funkelten.